Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 geht es in die sagenumwobene Taverne Elfgesang in Baldur's Tor und Dunkelheit ist ein wahrer Freund der Gefährten. Los geht's! Die Gefährten stehen vor der sagenumwobenen Taverne Elfgesang in der Unterstadt von Baldur's Tor. Auch schon Gaskurin kehrte hier gerne ein, hatte oben sogar ein kleines Versteck. Das war, glaube ich, Taverne Elfgesang, wo er so einige Bücher und Zauberstäbe aufbewahrte. Vielleicht finden wir das ja noch. Aber ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass in den letzten 100 Jahren hier keiner Staub gewischt oder lange Finger gemacht hat. Plakat der Anti-Vettel-Unterstützungsgruppe liegt hier drin. Was ist denn rum? Was ist denn das? Das liegt nicht drin, das liegt rum. Achtung! Wurdet ihr von einer Vettel verwünscht? Nein, von einem Gott. Habt eine geliebte Person wegen eines Handels verloren? Dann trefft andere Überlebende verräterischer Vetteln in Barrens Landhaus. Allein sind wir schutzlos, aber gemeinsam können wir den Vetteln die Stirn bieten. Oh. Ach ja, richtig, wir hatten ja in der neue Quest hier, hilf den Überlebenden der Vettel. Aha. Besuche Barrens Kabuff. Wir hatten ja in der Korrespondenz von Ethel herausgelesen, dass es eine weitere Vettel mit dem Namen M. Irgendwo hier in Baldur's Tor zu geben scheint. Suche das alte Versteck des Imperators auf. Der Imperator hat uns gebeten, eins seiner alten Verstecke in der Taverne Elfgesang zu überprüfen. Vielleicht können wir ein paar seiner alten Sachen gebrauchen. Erkunde den Keller der Taverne Elfgesang. Aha. Okay, gut. Machen wir. Was liegt hier? Die Speisekarte? Ach, nur eine Zeitung. Na dann, geht mal rein. Aber das Elfgesang, oder den Elfgesang, erreicht. Ja, sie ist groß, die Taverne Elfgesang. Ich weiß gar nicht mal, wie sie bei Baldur's Gate 1 aussah. Da sind wir vielleicht auch so rum reingelaufen, oder? Es gibt ja mehrere Eingänge. Das ist der Haupteingang offensichtlich. Wir sind nicht so wirklich durch den Haupteingang gekommen. Aber das ficht die Helden nicht an. Sie schauen sich um. Dringil kennt auch den Elfgesang, ganz bestimmt. Es gibt nie Winter-Eintopf. Was ist denn das? Dieser Eintopf ist so aromatisch, weil er jeweils von Menschen, Elfen und Zwergen gebrautes Bier enthält. Eieiei, es sind Möhren drin und alte Pilze. Und verschiedene Biersorten. Wohl bekommst. Also, kennen wir hier irgendjemanden? Das ist Detz Kensho. Another. Should I have another? Oh, you may to preserve me, I need the courage. Detz Kensho, noch eins? Soll ich noch eins trinken? Ilmater, beschütze mich, ich brauche den Mut. Löst ein weiterer Schluck eure Probleme? No, sir. We abandoned our farm when the absolute army marched in. We used to sell our barley to the brewer who makes this very beer. That's all over now. Nein, ein Schluck Bier löst seine Probleme natürlich nicht, aber seine Probleme sind auch schwer lösbar. Er war ein Gerstenbauer, dessen Hof von der Absoluten überrannt wurde. Er ist geflohen und jetzt trinkt er das Bier, das der Brauer aus seiner Gerste gebraut hat. Wir, wer ist mit euch gekommen? Family's upstairs, exhausted. I'm Des Kensho, with a wife, two kids and another on the way. Mm-hmm. Oldest boy, Corson. He means well, but he eats as much as the rest of us put together. I have to find him a place here. Aha. Also er ist mit seiner Familie hier angekommen, flüchtenderweise. Des Kensho heißt er. Frau, zwei Kinder und ein drittes ist unterwegs. Der älteste, Corson, ist ein guter Junge.
Aber er ist so viel wie wir alle zusammen. Ich muss hier einen Platz für ihn finden. Hat 4 Goldstücke. Oh je, oh je, oh je. Ey, komm hier, du kriegst den. Den kriegst du. So. Trinki steckt ihm einen Malachit zu, von wegen, habe ich draußen gefunden. Du brauchst ihn dringender als ich, so ungefähr. Habt ihr einen Platz für Corson gefunden? A fancy fella called Three-Piece wants to place Corson as a cleaner in the counting house. But I don't trust him. Aha. Maybe I should just join the Flaming Fist and take the signing bonus. What else can I do? Moment mal. Ein ausgefallener Kerl namens Dreiteiler. Dreiteiler verortet sich ja eigentlich eher in einem Schneidergeschäft, aber jemand, der sich Dreiteiler nennt, könnte auch jemand sein, der es bevorzugt, andere zu drei zu teilen, quasi. Möchte, dass Corson als Putzmann im Kontor arbeitet, aber ich traue ihm nicht. Vielleicht sollte ich der flammenden Faust beitreten und den Einschreibebonus nehmen. Was soll ich tun? Putzangebot. Naja, also es ist ja nichts, Trinki hat nichts dagegen, wenn jemand Broterwerb durch Putzen macht. Aber wenn der eigene Vater ein schlechtes Bauchgefühl bei dem Arbeitgeber hat, dann sollte man das auch nicht. Dann sollte man das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn Dets Kensho ist in einer prekären Situation und wenn dieser zum Trotz sein Bauchgefühl sich meldet, dann ist das ja besonders ausgeprägt gegen diesen komischen Dreiteiler. Ich habe gehört, dass der Ilmater-Tempel beim Würm Freiwillige sucht. Haben wir das gehört, echt? Also wenn es so einer ist, der jetzt genauso viel isst wie seine restliche Familie, dann ist das Trinkiels Ansicht nach, ohne dass er Corson jemals gesehen hat, und wir können es auch leider nicht gehen, um das jetzt irgendwie vorzunehmen, also den Corson kennenzulernen und das hier kurz abzubrechen. Dann ist das jemand, der Trinkiels Ansicht nach entweder fett ist, dann ist er nicht zum Schurken geeignet, oder es ist jemand, der einfach gerade im Wachstum ist und so viel Körpermasse und Muskulatur aufbaut, dass er auch da Schwierigkeiten haben wird, schurkische Dinge zu tun. Also eher als Hautrauch bei der flammenden Faust geeignet. Aber Trinki hat so ein bisschen einen Vorurteil, Leute zur flammenden Faust zu schicken. Die haben ihm schon oft genug die Geschäfte vermasselt in Baldurs Tor. Also Putzangebot nicht, wenn Bauchgefühl des Papas das nicht will. Flammende Faust nicht, weil Trinki das nicht toll findet. Bleibt dieser komische Würm, da wird er aber auch nur essen. Kriegen. Aber für die Diebesgilde ist er wahrscheinlich nicht geeignet. Oder vielleicht doch. Naja, wollen wir mit der Diebesgilde anbandeln, so ein bisschen. Und die suchen gerade wahrscheinlich verstärkt Leute, weil der Steinfürst ihnen in die Quere kommt. Soll die Diebesgilde es selber beurteilen? Also, Option 4. Die Diebesgilde sucht immer nach talentierten Händen. Ihm würde die Arbeit nie ausgehen. Wahrscheinlich findet der Papa es nicht gut, aber es ist ja mal anschauen. Boy, a thief. I wouldn't have dared think of it before, but maybe the guild isn't a bad place to look. Thanks, stranger. You helped settle my mind. Thanks are all I have to offer, though. Mail meter bleed for you. Aha. Ja, wir haben ihm jetzt geholfen, seine Entscheidung zu treffen. Okay. Corson. Hoffentlich wird da ein ordentlicher Schurke aus ihm. Das sind alles bedeutungslose, namenlose Gäste hier. Wer bist du? Dora Daumfuß. Pardon me, sir. You look prosperous. I'll bet you have someone who'd like a nice piece of jewelry.
At discount price. For a good cause. Oh. Diese Dora Daumfuß spricht die Helden an. Ihr seht wohlhabend aus. Ihr habt sicherlich jemanden, der schönen Schmuck mag, zu einem guten Preis, für einen guten Zweck. Es kann sein, dass hier irgendwie ein Flüchtling den Familienschmuck versetzen muss, um durchzukommen. Das könnte sein, aber das kann natürlich auch nur ein Trick sein. Das ist nicht das erste Mal, dass mich jemand übers Ohr hauen will. Worum geht's? Escape. Escape from Baldur's Gate for my husband and me. Lord Gortash wants Marek's head, so we have to get out. There's a smuggler's sloop leaving for Waterdeep with two berths left. But the captain wants a fortune for him. This necklace is all I have. Okay. Dora Daumfuß. Also, sie will aus Baldur's Tor verschwinden, weil ihr Mann, kennen wir den? Marek. Weil Fürst Gortash dessen Kopf will. Der Einzige, der uns eine andersrum passende Geschichte erzählt hat, war dieser Dieb, der flammenden Faust beigetreten war. Hieß der Marek? Ich glaube, er hieß nicht Marek. Aber der hat uns auch erzählt, dass man irgendwie für ein halbes Vermögen auf dem Seeweg Baldur's Tor irgendwie verlassen kann. Eine Schmugglerschaluppe auf dem Weg nach Tiefwasser hat noch zwei Kojen frei. Aber die Kapitänin verlangt ein Vermögen. Diese Kette ist alles, was ich habe. Ich glaube, die Situation wird sich bald ändern. Ihr solltet bleiben. Ja, das ist ja nicht sicher, dass das so sein wird. Wir lassen uns den Schmuck mal zeigen. Was ist es denn? Denn das ist eine polierte Halskette. Ja, da sind ordentliche Rubine drin. Der Wert ist aber viel zu gering. 200 Goldstücke sind mehr wert als dieser Schmuck. Das sieht Dringil als Schmucksachverständiger vor Ort. Er kann ja aber auch nicht versprechen, dass das mit Gorta schnell genug geregelt ist, dass Marek nicht irgendwie ins Gras beißt. Also er kann ihre Situation ja verstehen. Naja, komm, wir haben den Unbill der Götter auf uns geladen in der letzten Episode. Den Zorn vielmehr. Dann werden wir noch ein bisschen hier wieder auf gut Wetter machen. Wir kaufen die Kette ab. Thank you, sir. You've done me a kindness. Ja. Aber immer ein bisschen das Geld ist wieder rein. So, da ist die Küche. Da liegt eine Katze auf dem Küchenfußboden und schläft, ehrlich? Tambourin. Hello, Servant Ape. Would you kill those rats, please? Their presence vexes me. Die Katze will, dass wir die Ratten killen. Daraus wird aber, glaube ich, nichts. Jetzt ist noch einer. Was ist denn da los? The cellars are just down the stairs. There you'll find my old lodgings. Aha, im Keller unten ist seine des Imperators altes Versteck. Wow. Look, Tambourine. A servant comes to help us. Kill those rats, would you? When they're dead, the other servants will feed us. Die Katzen möchten, dass wir die Ratten killen, damit sie, die Katzen, dann gefüttert werden für eine Arbeit, die sie eigentlich machen sollten. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Solche faulen Katzentiere. Damn rat. Oi, you. I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Hop to it. Get in there. Ah, der Koch hat auch ein Rattenproblem und verwechselt die Helden mit irgendwelchen Kammerjägern, die er am vergangenen Tag bereits damit beauftragt haben will, die Ratten im Keller zu
eliminieren. Und das ist ja eine wunderbare Ausrede, in den Keller laufen zu können, weil da hat er sich dringend gerade schon Gedanken gemacht, wie er das denn bewerkstelligen möchte. Mhm. Dann gehen wir da mal in den Keller mit dieser Ausrede. Aber er ist offenbar jemand, der auf dieser Liste steht. Das sollten wir ihm sagen. Die Ratten sind unwichtig. Euer Name steht auf einer Liste von Mordopfern. Ihr müsst euch verstecken. No, I need them rats taken care of. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. You murder the rats. Aber als ein echter zwergischer Koch ist, der macht sich nicht ins Unterhöschen wegen ein paar Mördern, seien es auch noch so ballistische solche, sondern er kocht Haggis. Ja, kocht Haggis. Sondern er will ein... Ach du meine Güte. Was ist denn das? Es ist ein Pfälzer Saumagen. Er möchte den Kopf, die Augen offen halten und den Kopf auf den Schultern und nach Mördern Ausschau halten, während wir uns um die Ratten kümmern, weil das ist offenbar sein größeres Problem. Das scheint ihn gar nicht zu beunruhigen. Haggis, traditionelles Rezept, so alt wie das Halblingsvolk, wird mit Niebs und Tethys serviert. Was ist denn das? Will ich das wissen? Cedo Koresh, festliches Gericht, das von Morgengrauen bis Sonnenuntergang geschmort wird. Ach du meine Güte. Beliebt bei den Sultanen aus Kalimshan und ihren möchtegern Meuchelmördern. Was sagt denn der Hilfskoch der ganzen Geschichte? Rovir burned the bullion base again. And now I have to scrub the pot. Some chef he is. Ah ja. Er beschwert sich über sein hartes Los als Hilfskoch, weil sein Chef die Bouillabaisse wieder hat anbrennen lassen und er den Kessel schrubben darf. Trüber Eiter, das kennen wir alles schon. Na gut, dann gehen wir mal in den Keller. Hm? Den Rest können wir uns ja nachher angucken. Also den Rest hier vom Elfgesang. Im Keller ist er sowieso irgendwo. Ach du, das sind aber viele Ratten. So sind die so garstig. Okay. Das kommt überraschend. Wieso ist das denn? Was ist das? Blut? Das ist Alkohol. Naja, ich könnte jetzt einen riesen Bumm machen hier. Also ein Feuerpfeil und das ganze Thema ist erledigt. Aber das ist bestimmt nicht die Art und Weise, wie sich der Koch das vorgestellt hat. Außerdem wollte Drinki das eher unauffällig machen und nicht bumm. Sind die besoffen, die Ratten? Nee. Tja. Das naheliegendste wäre... Das ist falsch. Eine leeren Knolle macht einen Schaden. Wie viel haben die? Ja. Also eine leeren Knolle wäre eigentlich das Richtige. Ein Schattenherz. Du kommst auf diese Idee. Wenn du aus Dringies Bombenbeute dir eine leeren Knolle... Das ist immer der Falsche. Dir eine leeren Knolle rausfischst, dann kannst du selbige werfen. Stapel teilen, von mir aus auch das. Aber das so. Und damit kannst du ganz viele Ratten erledigen. Da werden auch die Fässer zusammengezogen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Fass hat jeweils auch nur einen einzigen Punkt. Ach, das ist unschön. Aber das können wir nicht ändern. Hier ist eh schon alles ausgelaufen. Wir machen das mit der leeren Knolle. Da haben wir sie, ja. So. Besser geht's nicht, ja? Ja. Naja, es ist halt jetzt eine Riesensauerei.
Aber so hat's doch ganz gut funktioniert. On my way. Dringil. Ein Frostpfeil. Kein Feuerpfeil, ein Frostpfeil dahin. Gut. Karlach. The blade will not bend. And the blade will not bend. Na, da kriegst du eine. Da noch zwei andere. Gut. Kommen die überhaupt? Die kommen. Dringil. Nahkampf. So. My turn. So. Ja. The mechanism to open it is somewhere among the wine racks. Okay, wir bekommen allgemeine und genaue Instruktionen darüber, wie wir in das Versteck des Imperators reinkommen sollen. Lass uns mal kurz hier reinschauen. Untersuche die Morde. Wir haben mit diesem Koch gesprochen, genau. Rovers Lagerhaus. Die Ratten sind tot. Das können wir mit dem Koch besprechen, richtig? Und der Imperator? Na, ist egal. Kriegen wir hin. Dringil. Ja, das stinkt nach Feuer, Wein, Rattenblut und sonst welchen Dingen, die man eigentlich in einem Keller einer Taverne nicht haben möchte. Aber ja. Es sieht künstlerisch aus, ja. Also es sieht so aus, als hätten wir die Ratten sogar noch versucht zu stapeln. Also wir haben unsere Belohnung verdient, denke ich. Auch wenn ja einiges an Alkohol jetzt verschütt gegangen ist, aber das können wir nicht ändern. Never wanted the easy path. Da geht's irgendwo hin. Trinke schaut mal ganz kurz hier rundherum, ob hier irgendwas ist, was auffällig wäre. Nö, hier gibt's. Wird ein Schwein zerlegt. Dann kommt mal mit. Good. On the other side you'll find a passageway, known only to those invited to do business. Aha. Irgendwo hier ist ein Geheimgang. Das sieht aber eigentlich alles ziemlich normal aus. Oh. Wobei, wenn der Amnesch oder das Jahrwein dabei ist, dann wird Dringil schwach. Ist aber nicht dabei. Hier ist der Durchgang kaputt. Ah, da müssen wir doch außen rumlaufen. Amnesch oder das Jahrwein wird mitgenommen, alles andere nicht. Messing statt Bräu, Pflaumenschnaps. Das wollen wir alles nicht. Nein. That's curious. Oh. Dringil hat einen Knopf entdeckt. Aha. Das war bestimmt nicht schwierig, wenn Dringil das entdeckt hat. Schwierigkeitsgrad 0. Ja, ja, komm hier. Ah. Da geht's auf. Ja, meine Güte. Ist das die, das Versteck, in dem der Imperator von Gortasch und seinen Stahlwächter hier dringend mitnehmen, Anwärter des Herwein, gestellt und festgenommen wurde. Ist es das? Omarzember Eiswein. Das ist was ganz Neues. So hell und kühl wie der Nebel, der wie geisterhafte Kronleuchter über den Kanälen von Marzember hängt. Das Bouquet des Weins kommuniziert alle zentralen Aspekte seiner Heimatstadt.
außer vielleicht den Bergen von toten Seeteufeln. Ein Eiswein ist ja auch ein sehr süßer Wein, das ist was für Dringil. Der hat auf jeden Fall mitgenommen. Ansonsten arabellanischer Trockner. Ah, die haben ja schon noch ein paar Sachen, die wir bisher noch nicht gesehen haben, ne? Mitnehmen. Wobei trockener Wein, naja. Leere Flaschen haben sie auch. Das ist alles egal, das ist so billiger Fusel. Okay, gut, dann haben wir hier. Ach, jetzt müsst ihr da wieder zurücklaufen. Dann aber hurtig. Hier ein Fass, das gar nicht gefüllt ist. Psionic detector's been activated. There must be Gith hostiles nearby. Und Dringi dachte sich gerade noch, na, da wird doch nicht irgendeine unangenehme Überraschung auf uns warten. Und siehe da, der psionische Melder meldet sich. Das war ja das Ding, was wir von Voss bekommen haben. Oder von wem haben wir es bekommen? Ich glaube von Voss. Um feindliche Githyankis, die im Auftrag von Flaket den Held nach dem Leben trachten, um die rechtzeitig mitzubekommen und uns entsprechend darauf vorzubereiten. Und genau das scheint vor uns zu liegen. Deswegen speichern! Dringil wirft einen Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass seine drei Gefährten die Situation erfasst haben, dass wir es hinter dieser Tür offenbar mit einem feindseligen Trupp Githyanki, ausgesandt von Flaket, zu tun haben werden. Und ja, die Gefährten nicken grimmig und deswegen voran durch diese Tür im Keller der Taverne Elfgesang. Githyanki. Flaket has found us. Get rid of them, quickly. Aha. Der Imperator meldet sich. Ein Jagdtrupp Githyanki verwendet einen verborgenen Bereich unter der Taverne Elfgesang als Basis. Wenn wir das Gebiet weiter erkunden wollen, müssen wir die Git ausmerzen. Mhm. Okay, interessant. Wir sind noch außerhalb ihrer Reichweite. Und mach es deswegen mal ein bisschen gemütlicher. Denn im Zweifelsfall wird Dringil hier aus den Schatten schießen. Auch wenn es ziemlich hell hier ist, auch wenn man hier die Fackeln und Leuchtscharen alle wegmacht. Wo kommt das Licht her? Aber es ist schön hier, diese Steinsäulen, diese Spitzbögen. Wobei das hier sind gestauchte Rundbögen. Das ist komisch. Da oben noch Fenster, boah. Also, das ist ein Kellerraum. Der Kellerraum hat eine lichte Höhe von 10 Metern. Mindestens. Hier oben scheint sogar eine Kuppel zu sein. Oh. Was bist du? Astralriss, Tormeisterin Zyrlak. Da holen die wahrscheinlich Nachschub, oder? Hier drüben noch eins. Das ist unschön. Das ist sehr, sehr unschön. Avatar der Flake, da weißt du Bescheid. Paladin der Flake, okay. Also, Dringil weiß genug über Flaket und die Githyanki, um zu wissen, dass die hier alle völlig indoktriniert sind. Und wiewohl sie im Augenblick nicht feindselig sind, weil sie gar nicht erwarten, dass wir hier auftauchen. Das ist deren Operationsbasis in Baldur's Tor. Offensichtlich. Oh. Feuerweinfass. Mhm. Also, wiewohl sie gar nicht erwarten, dass wir hier sind. Und deswegen womöglich mit uns reden würden. Hat Dringil nicht vor, genau das zu tun. Wir müssen zuerst dringend diese Tore schließen.
Okay, Hast du put my hands on everything? Nicht gerade jetzt. Gerade jetzt, wenn ich ausmachen will, kommt da einer. Kann doch nicht wahr sein. So. Können wir denn einen hinterhältigen... Ah, die Frage ist, sie hat ja nur 24 Punkte. Sie zählt als Humanoid. Ein Pfeil des Humanoidentötens wird auch ihre Konzentration unterbrechen. Ne? Eigentlich wäre es ein astraler Interferenzpfeil, das Richtige, aber ich glaube, ein Pfeil des Humanoidentötens ist hier sogar besser. Weg ist unterbrochen. Och nee. Geh mal dahin, mach die Kerze aus. Ja, tot. Okay, die offensichtlich denken die Gidyanki, dass hier jemand einen plötzlichen Herztod erlitten hat. Hervorgerufen durch einen garstigen gezackten Pfeil. Oh, da geht's einer hin. Hier drüben, der hat irgendwie Dringil gesehen. Ja, jetzt hat er die anderen gesehen. Okay, verstehe. Ja, ich hätte im Rundenmodus noch die Chance gehabt. Jetzt lass dich doch nicht so anschießen, Will. Sind wir mal dran? Ach nee, Dringil ist dran. Warum auch immer, egal. Das ist schwierig. Da machen wir mal den da. Das könnte auch helfen. Okay, hat sie auch Lieder gestreckt. Die beiden Tormeister sind weg. Sehr gut. Du kannst noch springen. Just out of view. Genau, und dich hier erfolgreich verstecken. Weil wir es ja dunkel gemacht haben, sonst wäre das nicht so einfach gegangen. Okay, wer ist jetzt dran? Karlach. Karlach. Der da schießt auf Will. Schießt auf Will. Ich will aber überlegen, ob wir... Weil dann die anderen alle dran sind. Wir machen Folgendes. Karlach geht mal dahin. Fernkampf. Dringil, Pfeil der Dunkelheit. Hierhin. Dann können die beiden nämlich nicht mehr im Fernkampf angegriffen werden. Von der Lady, weil die kriege ich jetzt nämlich nicht down. Ich kriege die überhaupt nicht down. Kein Stück kriege ich sie down. Ja. Okay, dann bleibt da stehen. Wobei du könntest... Da du jetzt... Ja, dann spring auch zurück in die Dunkelheit. Die hier schon ist, glaube ich. Kannst auch du nicht im Fernkampf angegriffen werden.
Dann müssen sie zu uns kommen. Na? Ja, Will, theoretisch müsstest du jetzt irgendwas zauberisieren. Was du natürlich nicht kannst, weil das ist ja Fernkampf. Also das hier dürfte nicht gehen, weil du blind bist. Genau, es geht halt nur in dem Umkreis, den Will sehen kann. Und das ist halt zwei Armlängen. Ja, muss halt rausgehen. Und gut, du kannst natürlich rausgehen, wieder reingehen. Wie weit kannst du denn gehen? Na, das reicht. Geh mal irgendwo raus, wo du nicht mehr blind bist. So. Gib ihr eine mit, die hat dich geärgert. Wobei 65%. Naja, besser als nix, ne? Und dann geh wieder rein. Alle. Der Ankampf ist nicht. Aber jetzt können wir ja mit ihnen arbeiten hier. Schattenherz. Befehl, Waffe weglegen. Geht gegen Weisheit. 16 Weisheit, das ist natürlich ein Wort. Naja, trotzdem können Sie ja versagen. Wenn du hier rausgehst, bist du noch nicht in der Nähe von irgend... Bist du dann schon... Ne, da bist du in der Nähe. Aber wenn du da bist, wenn du dahin gehst, bist du es nicht, richtig? So, wir probieren das mal. Wir haben ganz viele Opfer für dieses, für diesen Befehl. Waffe fallen lassen. Stufe 3. 1, 2. Außerhalb der Sichtweite? Wie bitte? Ich habe mich doch extra dahin ge... Die kannst du doch wohl sehen, Schattenherz. Ach, Schattenherz. Ach, Weiste. Zweimal 40% auf die beiden, das lohnt. Also bei 3x40%, dann wird schon eins klappen. Aber bei zweimal, da bin ich mir nicht so sicher, dass da eins klappt. Ist auch mit drin. Machen wir das halt so hier. Insektenplage. Hüpf wieder rein. For the Queen.
So, läuft aber eigentlich schlecht. Karlach. Die da. Na, das ist ein gefundenes Fressen für Dringil, denke ich. Du solltest hier mit aller Kraft draufhauen. Dringil, habe ich denn recht, dass du es schaffst, dort ordentlich Eindruck zu hinterlassen? ...28 ist aber auch nicht so ohne weiteres zu machen, ha? Huh? Aber wir versuchen's. Schaffst du, komm. Ja. Gut. Einer weniger, der die Augen aufreißt und in unsere Richtung glotzt. So, da hinten wirst du erstmal sicher sein, hoffe ich. Bye forever, pal. Jetzt kann Karlach hier draufhauen. Sie ist blind. Aber sie kann ja da rausgehen. Ist sie nicht mehr blind. So. Dann schubst den mal weg. Ist der jetzt in dem schwierigen Gelände? Ja, ist er. Okay, geht er wieder rein? Will, du hast hier wahrscheinlich ein größeres Problem. Geh mal da raus. Oh, der hat wehgetan. Insektenplage. Er bekommt ja pro Zug Schaden. Die Frage ist, bekommt er den am Anfang oder am Ende seines Zuges? Wenn es am Anfang ist, dann ist er erledigt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Doch, ja, ist er. Ist er definitiv. Aber wenn es am Ende ist, schwierig. Na, geh mal wieder in die Dunkelheit rein. Damit du nicht angeschossen werden kannst. Bist du drin? Bist du drin? Scheiße. Okay. Das war natürlich ein guter Schachzug. Jetzt probieren sie es ja mit Elektro-Angriffen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Er sucht sie Dringil, aber sie findet ihn nicht. So, Will geht's nicht mehr so gut. Den kann Dringil leicht mit einem Pfeil der vielen Ziele erledigen. Da würde ich jetzt fast schon gar nichts mehr drauf geben. Der war ja auch schon dran. Der da ist das Problem. Aber der war auch schon dran. Und gegen die können wir erstmal nicht viel machen, denke ich. Das heißt, wir können heilen. Karlach braucht nicht. Schattenherz braucht eigentlich auch nicht. Okay, dann machen wir hier eine Heilung. Heilung
Massenwunden heilen? Oder machen wir das 1, denn 5 bis 8 ist zu wenig. 5 bis 12. Hä? Das zieht. Also, im wir sind in der Dunkelheit, aber ich denke trotzdem, dass du die ja finden könntest. Kannst du nicht, ehrlich? Geht gar nicht. Dann müssen wir es mit Werfen machen, dann ist es halt so. Ist okay. Schattenherz, der Weg ist doch nicht unterbrochen. Man kann auch in blinden Dunkelheit eine Flasche auf den Boden werfen. Das geht, glaub mir, das funktioniert. Ehrlich. Wenn du hier rausgehst, da bist du in dem... musst du es halt so machen. Okay, dann nochmal werfen. Du hast es nicht geschafft, das zu treffen. Oh Mann, das ist ja mal wieder toll, wie das hier läuft. Selber brauchst du keine Heilung. Aber das so. Dann sieh du mal zu, dass du ja ein bisschen Land gewinnst. Das bist du natürlich ein gutes Ziel für irgendwelche Fernkampfattacken. Kann ich aber gerade nicht ändern. Zumal die. Die auch sowieso eher im Nahkampf ist. Okay, du. Nee, wer ist denn dran? Will. Nee, warte mal, erstmal Dringil. Dringil. Never a dull moment. So, Pfeil der vielen Ziele. Irgendwo. Da haben wir ihn. Nicht auf sie. Auf sie? 91? Da haben wir sogar 96. Die ist auch schon angezählt. Die nicht. Ja, mach das so. Geh halt da hin. Mensch. So, jetzt komm. Schieß bitte endlich. Die ist doch... Wieso macht der Pfeil der vielen Ziele keinen Schaden auf die anderen Ziele? Das ist doch das, was er normalerweise tut. Diese Ziele stehen auch nicht mehr in der Dunkelheit. Die sind angreifbar. Das verstehe ich nicht. Okay. Dann halt mit Handarbeit, der guten Alten. Und dann kommt eine Eins! Ey, das sind so Momente, wie ich sie liebe. Wie ich sie wirklich, wirklich liebe. Bei 75%, ich sehe das schon wieder, dieser Gegner hat wieder das Glück für sich gepachtet. Ich mache zweimal 75%. Weil das sonst nicht funktionieren wird. Ich ahne das schon wieder. Weg ist unterbrochen. Dann machen wir es dreimal. Es ist egal. Du bist tot. Schon die ganze Zeit gewesen. Wie auch immer du es geschafft hast, am Leben zu bleiben. So, da ist jetzt die Heilung endlich mal. Du gehst bitte zurück tief in die Dunkelheit, weil ich glaube, die haben dich alle auf dem Kieker hier. Ist ein ganzer schöner, guter Zug jetzt dadurch verschwendet, dass wir hier diese Nachsorge machen mussten. Nun gut. Wir haben ja noch Karlach. Immerhin hat er ein bisschen Schaden gemacht, also der hier ist ja durchaus zu fällen. Ach, Karlach ist verängstigt. Ja, das ist ja wieder immer schöner. Kannst du überhaupt was machen, Karlach? Du kannst gar nichts machen, glaube ich. Weil du diese scheiß Angst nicht wegkriegst. Ja, dann geht's jetzt aber wirklich richtig abwärts mit uns.
Geht das wenigstens? Ey. Ach doch, das geht. Okay. Jetzt in der Raserei ist sie immun gegen verängstigt. Jetzt können wir hier doch draufhauen. Geh mal dahin. Aus der Dunkelheit raus. Jetzt hau drauf. Hau drauf! Nochmal. Einer weniger, der ja Ärger macht. Dann stell dich hier zwischen sie und Will. Come on, can't stay idle. Ja, also dringend das Problem, dass du da. Ach so, doch, du kannst dich ja. Kannst dich noch verstecken? Geht das? Es ginge sogar. Geh wieder weg hier und die Ecke. Da bist du auch erstmal sicher, denke ich. Okay, war ja doch gar nicht so schlimm, der Zug. Let's end this. Schattenherz ist dran. Paladin der Vlaket. Aura der Unterwerfung. Bereit zum Parieren. Ich fass es nicht. Damit die nicht mehr zaubern kann. Und dann gehst du mal ganz weit weg. Soll sie dich doch haschen, wenn sie deine Konzentration unterbrechen möchte. Onward. Oh, da ist ja noch jemand. Oh. Ach du meine Güte, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Naja, shit happens. Sie kann jetzt nur hauen. Und wir sind dran. Was ist das für einer? Avatar der Vlaket. Muss ich jetzt Schattenherz hier helfen? Was ist denn die? Auch was Paladinöses oder was ist sie? Psionischer Schutz. Das wird ja alles nichts nutzen. Qualvoller Strahl. Okay, sie will zaubern. Mhm. Karlach ist dran. Dunkelheit ist weg. Ja, wir hauen drauf, hä? Crit. Aber kaum Schaden, weil sie irgendwie noch was hatte, um das wegzuhauen. Jetzt wird's ein bisschen besser. Gut, Karlach bleibt da stehen. Time to push my luck again. Dringil, hier angreifen. Oder sicherheitshalber dort hinten. Wobei das mit dem Pfeil verstummen, Interferenzpfeil, das ist ja so, dass wenn die dran ist, dann ist ja die Verstummung sofort weg. Das heißt, wir können es gar nicht verhindern, dass sie zaubert, wenn sie zaubern möchte. Das heißt, das Beste, was wir machen können, ist tatsächlich hier anzugreifen. Dann tu das auch. Sogar mit einem garstigen Pfeil des humanoiden Tötens. Weil der richtig schön wehtut. Ist wie ein Hexenschuss. Aber Dingi ist keine Hexe. Aber er wäre ein sehr hübscher Hexer, finde ich. Okay, dann würde ich sagen, du verdrückst dich wieder in diese Ecke, wo man dich niemals gesehen hat in letzter Zeit. Jetzt macht sie irgendeinen Hokuspokus. Ja, klar. Ja, für deine Königin. Ja, 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 ja. Und die macht natürlich diese Verstimmung weg, aber das ist egal. Nee, ist nicht egal. Es ist streng genommen nicht egal. 65%. Das wird Will nicht schaffen.
Das wird Will nicht schaffen. Das kriegen wir nicht hin. Aber gegen die jetzt da zu Felde zu ziehen, das bringt ja auch nichts. Nee. Ja, und weiter hier drauf. Kältekegel könnte es, wenn es ganz super läuft, könnte es theoretisch schaffen. Wir kriegen das sogar hin, uns so zu positionieren, dass nur sie was davon hat. Und die Feuerschale da hinten. Na dann. Versuch. Ah, 39 war nicht schlecht. Das hat auch ordentlich gezwiebelt. Aber so ganz reicht's halt noch nicht. Geh mal schick weit weg, weil du bist der, der auch gerne mal wieder in den Fokus genommen wird von den Gegnern. Schattenherz, ich glaube, sie ist momentan ganz darauf bedacht, dich anzugucken. Das sollten wir ändern. Die ist gleich dran. Das will ich echt vermeiden. Da steht Will ungünstig. So. Totgestochen von garstigen Insekten. Du kannst es auch gleich wieder abbrechen. Das war ja nur Mittel zum Zweck. Da oben brauchen wir das Ding nicht mehr. Das schadet uns jetzt gerade eher. Und dann sieh mal zu, dass du Land gewinnst. Bis dahin kommst du immerhin. Okay. Gut. So, Karlach wäre dran, Dringil aber vor ihr. Another fight. Let's go. Another fight. Let's go. Genau. Da ist ein Feuerweinfass. Wir machen das kaputt. Was ist das hier? Machen wir da irgendwas kaputt, was Ringier noch haben möchte? Moment. Weinkaraffe, Weinpokal. Das ist nicht so wichtig. Also. Sie soll bitte nicht in unsere Richtung weggehen. Die hat dann noch das Glück von dem Feuerwein weggeschossen. Das sehe ich schon kommen. Mach das so, Dringil. So. Das gab Schaden. Aber erstmal nur an ihren komischen temporären Trefferpunkten. Sie steht auch nicht in Flammen. Warum stehst du denn nicht in Flammen? Oh, Hauptbuch mit Schulden aus Tiefwasser getroffen. Beachtlich Feuerschaden. Oh je, wir haben die Buchführung zerstört. Das ist aber schade. Ja, ich dachte, wir kriegen sie da irgendwie weg. Karlach kommt auch nicht bis ran. Nicht zu fassen. Jetzt ist sie wirklich noch ausgerutscht. Das Letzte, was passieren durfte. Es ist passiert. Ach, Karlach. Gescheitert gegen Eis. Oh, Mensch. Wobei Schwierigkeitsgrad ist ja gar nicht so wenig.
Na gut, dann lassen wir sie halt kommen, die Zimtziege. Karlach bietet gerade ein richtig schönes Ziel. Was wird sie zu nutzen wissen? Swift as my feet can carry me. Genießen wir ihre Show. Ah, sie brennt doch ein bisschen. Kitianki Kriegsmagie, ist das ätzend. Bitte fall du nicht auf deinem eigenen Eis auf den Hintern. Bitte, bitte, bitte. Danke. Was können wir entgegenwerfen? 60% machen wir. Um ihren Weg ein bisschen zu verlängern. Aber ich meine, wir sind jetzt alle dran und sie ist nur einmal dran pro Runde. Also 4 Aktionen gegen eine Aktion, das sollte eigentlich funktionieren. Auch wenn Karlach gerade das Gegenteil herbeiführen möchte. Schattenherz, die macht Ärger. Die soll mal die Fresse halten. Was können wir hier drauf brummen? Hat sie irgendwelche Nachteile? Resistenz gegen Psionisch. Als anderes ihr einerlei. Mondstrahl. Gleißender Schaden. Versuch's doch mal. Achtzehn Schaden. Mhm. Sehr gut. Rettungswurf gescheitert. Auch sehr gut. Wir kommen voran. Danke, Schattenherz. Geh mal darüber. Dahinter das Eis. Mensch, Karlach! Bist du noch dran oder was? Nee, du bist ja sogar noch dran, theoretisch. Wir hätten dich gerne da. Aber das ist ja wieder mal zu schwierig. Deswegen dorthin. Jetzt kannst du sogar noch schießen. Oder auch hier, sengender Strahl. Die steht gerade so schön im Licht. Ja, gut. Ringil. Die hat schon ein bisschen gelitten, aber das ficht sie überhaupt nicht an. Sie guckt in deine Richtung. Das ist grundsätzlich erstmal nicht gut. 75%. Ja, komm erstmal hierher geschlichen, ob du es überhaupt schaffst. Es kann sein, aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Nö. Es ist nicht so. Dank Teufelssicht. Okay, die Dunkelheit nutzt uns überhaupt nichts. Wieso hast denn du Teufelssicht, ha? Huh? Ich frag mal so. Nicht, dass du dich heilst. Das wollen wir doch alle nicht. Sie sieht es für notwendig an, sich da wegzubewegen. Ich kann niemanden finden, ja.
Du kannst niemanden finden. Es tut mir aber leid für dich. Jetzt machen wir dich kaputt. Bum, bum, bum. Über die Brüstung geschleudert. Schatten, also kannst du damit aufhören. Das Mondlicht da hinten, das brauchen wir nicht mehr. Hier haben wir 40%. Ja, Gleisenschaden konntest du gerade nicht so gut verdauen. Und das bleibt auch so. Immer kräftig drauf. Ihre Königin wird dir schon helfen. Das glaubt sie ganz bestimmt. Und vielleicht kommt irgendwann eines fernen Tages auch Karlach mal hier an sie ran. So. Nochmal. Na klar. Let us hope she exhausts her forces soon. Ja, ich finde, das ist ganz gut gegangen. Now search the room. Ja. There's a statue that conceals the way through. I'll reveal it to you. Imperator, wer kommentiert hier? Du oder ich? Ich mein's ernst. Also, ich finde, es ist ganz gut gelungen, den Helden, diesen Kampf hier noch zu ihren Gunsten zu wenden. Wir haben eine müde Karlach. Verstehe ich gut. Wir haben die Buchführung verbrannt. Die Schulden aus Tiefwasser werden gestrichen sein. Auf ewig. Ja. Schattenherz ein bisschen Schaden, aber es war eigentlich gar nicht so schwierig. Don't waste a step. So, dann gib uns doch Schattenherz mal einen Trank. Wirf dir einen. Machen wir mal den hier. Nee. Trinke mir dazu, wenn es irgendwie möglich ist. So. Wirf mal den. Muss die mal verbrauchen, ja, diese 0815-Tränke. Alle heile bis auf Schattenherz. Ja, das ist doch ausreichend. Ich glaube, das können wir so lassen. Gut. Dann gehen wir noch kurz die Gegner hier durch und den Rest machen wir in der nächsten Episode, weil schon wieder so viel. Oh ja, Pfeiler 4 Ziele, sehr gut. Verkleidungsöl, Rüstung geht Yankee, Armbrust, das können wir gut benutzen, aber Dringil ist überladen. Mensch, diese scheiß Rüstungen, ey. Und diese Waffen, das ist alles so schweres Zeug. Ja, das ist hier genauso. Aber immerhin, das gibt ein bisschen Geld beim Schmied. Stiefel der psionischen Bewegung. Wenn sie nicht gerade auf ihren Drachen reiten, sind Gitt nicht sonderlich flugtauglich. Doch das ist vermutlich zu ihrem Besten. Die Wirkung der Schwerkraft schlägt bei vielen Säugetieren auf die Stimmung. Flugschlag bewirkt. Nee, wirkt ein Gitt-Yankee fliegen. So. Wirkt ein Gitt-Yankee fliegen? So bewirkt sein nächster Nahkampfwaffenangriff zusätzlich 1 bis 4 psychischen Schaden. Das ist was so derartig Spezielles. Das kann, wenn überhaupt, nur Lesel benutzen. Ob wir Lesel jemals wiedersehen, das weiß niemand so genau. Deswegen weg. 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 Hallo? Warum ziehst du das nicht da rein, wenn ich dir das sage? Das ist doch sonst auch gegangen. Guck mal. Ach so, den Schild, den packen wir auch mal weg. Den Hammer der Gerechtigkeit, den... Na, das sollten wir uns näher anschauen. Wenn ich mal die Zeit habe. Also nie. Gut. Wer noch? Die haben wir hier, die beiden. Die da hinten. Ach. Ja. Karlach, du brauchst Reserven. Die du nicht hast. Ab ins Lager. Nächster Beutel. So. Die haben wir. Die haben wir. Die haben wir noch nicht. Und die beiden Astral-Riss-Ladies. Königliche Befehle. Lesen. Tut, wie euch geheißen. Haltet die Eindringlinge auf. Holt zurück, was mir gehört. Andernfalls werdet ihr bestraft. Auf Befehl eurer Königin.
Trinke ich, was er am liebsten mit dem Blut der Erschlagenen Git drunter schmieren. Hat nicht geklappt und dann Return to Sender. Das wäre so schön, das wäre so richtig schön. Aber ich kann sowas leider nicht machen. Ein Diamant, wow, geil. Psionische Schutzrüstung. Ist es verwunderlich, dass die Git-Ausrüstung schufen, um die psionische Kraft der Gedankenschinder zu bekämpfen? Nach allem, was ihnen von den Elititen angetan wurde. Wenn der Gegenstand bemerkt, dass der Träger ein Git ist, ist er gegen psychischen Schaden resistent. Und wenn der Gegenstand nicht bemerkt, dass der Träger ein Git ist, obwohl der Träger ein Git ist, dann ist es eine schicknormale Rüstung. Ja. Schwert ist nicht interessant, das hier. Ragnir-Armschienen. Das planare Silber, mit dem diese Unterarmschienen versehen sind, gestattet dem Träger, die latenten Astralenergien im Gewebe zu kanalisieren. Du kannst Magierhand als Bonusaktion wirken. Oh, das ist aber gut. Das brauchen wir häufiger mal. Also das hier, diese Gedjanki-Rüstung, das ist alles Plunder, den wir momentan nicht brauchen. Das hier brauchen wir hingegen häufiger mal. Das kann aber Will benutzen. Also zumindest mal tragen. So. Achso, das übrigens auch hier alles. Genau so will ich das haben, richtig? So, noch irgendjemand? Achso, die Ladies, richtig an der Seite. How much farther can I go? Die machen wir auch noch. Kannst du da hochhüpfen? Das geht. Hui. So, ein Klimmzug am Geländer. Geht ja irgendwie Kurzschwert, naja. Dann hat die da oben wahrscheinlich auch nichts anderes. Gut. Sehr schön. Ja, ich denke, hier gibt es einiges zu finden und zu lesen. Vielleicht sogar noch ein Geheimversteck im Geheimversteck. Da weiß er schon so genau. Der Imperator wird uns nicht völlig umsonst hierher geschickt haben, weil was soll er mit dem Krempel, der hier noch rumliegt? Der nutzt ihm überhaupt nichts. Nach Stan Mains Tod ist Baldurs Tor für ihn ein sehr, sehr, sehr gefährliches Pflaster. Auch wenn das ältesten Gehirn bereits besiegt wäre. Wir haben zwei Diamanten. Oh, das wird sehr schön aussehen auf der Ausstellung von Dringils Schätzen, die ich euch irgendwann noch zeigen möchte. Genau, also, hier gibt es einiges zu lesen, das ist klar. Aber darum kümmern wir uns dann gemeinsam mit den Heldis im nächsten Teil. Bis dahin!